Hallo und willkommen zu Another Break in the Mall. Bewerte den Part und viel Spaß. Okay, da ist morgen ein bisschen mehr los. Und ich guck gerade mal, was haben wir denn jetzt? Alter, der Parkplatz ist ja mal mega voll geworden. Na, Thorsten, eine Bar wäre auf jeden Fall geil gewesen. Jetzt ist alles fertig, bis auf die hier. Okay, warte mal, wir bauen noch weiter. Ich sehe gerade, dass da sehr viel Müll rumliegt. Pass mal auf jetzt. Also eine Bar und nachts aufhaben bringt natürlich auch was, sofern die Leute kommen. Ist aber, glaube ich, eher was fürs Midgame, dass man das dann einführt. Aber du darfst ja nicht vergessen, ich glaube, nachts kommen prinzipiell weniger Leute, aber du musst ja trotzdem alle deine Leute bezahlen, die hier arbeiten. So. Dann geht's weiter mit einer... Kann ich nicht so Parkbank und so? Dekoration? Ein Sofa. Da, eine Sitzbank! Korrekt! Und noch ein paar Lampen hier. Guck, wo sind die da? Ja, komm, so ist geil. Und noch ein runder Strauch. Vielleicht auch ein wilder Sch... Der ist so groß. Der ist ja noch größer, Mann. Aber hier könnte man den machen. Guck mal, wilder Schlauch. Und da noch ein wilder Strauch, so. Guck mal, das ist doch cool. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Die Leute sollen einkaufen, nicht sitzen. Mehr blinzeln, Peter, mehr blinzeln. Okay, ich trinke auch mal mehr. Für Leute bei YouTube gerade, wenn ich streame, habe ich halt immer eine Facecam an und da gucken die Leute immer auf meine Augen. Ich küsse deine Augen. Und da sagen die Leute mir, ich blinze relativ selten. Ich muss mal mehr blinzeln. Das macht mich aber müde. Jetzt schlafe ich gleich ein. Okay, warte mal. Zulieferer für das Lager, alles top. Ich wäre so krass. Wie wäre es, wenn wir denn mit dem Geld, was wir jetzt teilweise noch bekommen oder überhaben, schon mal das Straßennetz bauen für unsere Megamall? Macht das schon Sinn oder sagen wir, wir bauen jetzt erstmal die... Ne, ich glaube, macht doch keinen Sinn, ne? Bekleidungsgeschäfte und so machen, glaube ich, erst mehr Sinn jetzt. Jetzt mal ganz kurz guckt hier so. Hier Bekleidung, Herren, Damenschuh, Herrenunterwäsche, Damenunterwäsche. Ich glaube, wir brauchen erstmal ein wunderschönes Geschäft für die Bekleidung. Alter, jetzt hör doch mal auf! Für die Bekleidung. Also, erstmal Bodenfliesen. Hä? Nein! Boah, was hatte er denn angeklickt? Die sind markiert, top. Da ist alles gut. Und wir machen jetzt ein neues Geschäft. Ich glaube, das muss ein bisschen größer werden, wenn ich ehrlich bin. Du hast nicht genug Geld. Du hast immer noch nicht genug Geld. Ja, toll. Was mache ich denn jetzt? Ich will da nur ein paar Anziehsachen verkaufen. Okay, sollen die da schon mal bauen? Und hier derweil ändern sich manche Sachen. Weil manche sind ja bestimmt doppelt sind, ne? Grußkarten, Brettspiel, Papier, Actionfiguren. Schuhmaterial. Sag Bescheid, wer was Doppeltes seht. Kochunterdiener, Schuhmaterial. Schuhmaterial ist doppelt. Paar Schuhe noch dabei. Grußkarten sind auch doppelt. Wo waren die? Da, Grußkarten sind doppelt. Da kommen jetzt auch Darmschuhe rein. Actionfiguren sind doppelt. Jetzt nicht wundern so, wenn man nach Real fährt oder so. Brettspiele sind auch doppelt, oder? Ja. Wenn man nach Real fährt oder so, kriegt man auch einfach alles. Und hier kann man sich nebenbei, was weiß ich, holt mal ein bisschen Klopapier, ein paar Bier, eine Tiefkühlpizza, neue Unterhose und geht dann zur Kasse. Kann man doch mal machen. Ist doch alles locker, easy. Autowerkzeug hatte ich auch doppelt, ne? Da. Alles doppelt hier, Alter. Also man, doppelt macht natürlich Sinn, wenn die Nachfrage halt krass ist, wie Toilettenpapier gerade. Andersrum kann man da auch einen neuen Lageristen einstellen, der das einfach wieder aufballert.
Aber so ein Ballerbruder. Ah, sieht man. Ein paar Unterhosen, die da hängen. Ein paar Schuhe. Hier ein paar Schlüppis. Hier gibt es Schnappis, da gibt es Schlüppis. Geschäfte optimieren und sparen, statt gleich zu expandieren. Ja, die Sache ist, ich hätte quasi erstmal so die Straße weitergeführt. Bis zur Mitte, wo wir dann unser Zentrallager aufbauen. Und von dort aus hätte ich dann mehr Geschäfte gebaut. Größere Geschäfte. Mehr Geschäfte. Und dann hätte man gucken können. Oder man macht halt mehrere Gebäude, was ich allerdings, glaube ich, nicht so geil finde. Ich hätte am liebsten ein zentrales Gebäude, wo drin alle rumpimmeln. Das ist, glaube ich, geil. Aber momentan sieht es gar nicht so schlecht aus. DB Bugs macht immer noch Minus. Metzger auch. Das Drogeriegeschäft geht hardcore ab gerade. Und Spirituosengeschäft macht immer noch ein bisschen Minus, geht aber. Ja, genau, das Discounter-Rezept, ne? Ist das Rezept? Konzept. Ein Rezept. Man geht einmal hin, alles drin und hat quasi alles, was man braucht. Prinzipiell. Man muss nicht zu 1000 Geschäften fahren. Auch nicht so teuer. Bustransport 1 haben wir jetzt schon. Geil. Alter, WTF, bitteschön. Ich kann 10 Bushaltestellen bauen. 20. 30, 40 Bushaltestellen. Wo sollen denn überall Busse halten? Das war ganz im Ernst. Hier, warte mal. Straßennetz. Das wird sich richtig lohnen. Da kommen direkt doppelt so viele Autos. Und dann kann man, glaube ich, optimieren. Schuhe und so haben wir jetzt am Start. Und Bushaltestellen würde ich jetzt hier vorne irgendwo mal hinbauen. Verwalterin. Warte, wo waren die denn jetzt? Auswählen. Bauen. Tiefgarage, Alter. Muss an einer existierenden Straße hin. Ja, ich würde Bushaltestelle jetzt eigentlich hier in die Ecke machen. Oder hier so. Da. Das heißt, wir entfernen das eine. Und machen da eine Bushaltestelle hin, oder? Lol, 10.000 kostet das. Oder ich warte einfach noch einen Tag. Aber da wird es auf jeden Fall... Oh, warte mal. Belohnung. 10.000. Geil. Bauen. Bushaltestelle. Jetzt geht ab. Schon wieder Ratten. Ich brauche mehr Hausmeister, ey. Lebensmittelgeschäft. Damen. Schuhgeschäft. Vorfall 2. Ratten sind in deinem Geschäft durch Schmutz und nicht weggeworfene Müllsäcke erschienen. Baue Wartungszentren und stelle Mitarbeiter ein, um die Ratten loszuwerden. Ja, man kann die auch direkt anklicken, die Ratten. Geil. So, guck mal, der ballert jetzt mal eben das Ding da weg. Also vor jedem Geschäft eine Haltestelle. Stimmt, macht Sinn. Hier, da, da, da. Aber bei 40 Haltestellen, jetzt mal ganz im Ernst, da wäre das ja echt so. Und ein kleiner Tipp für den Bus, nachts vielleicht nicht anfahren, wenn man nachts das Geschäft nicht aufhat. So, ich bin gespannt, was das bringt an Sachen. An Sachen, Junge. Boah, das ist aber echt weit weg, ne? Egal, ob wir jetzt runtergehen oder hoch. Straßennetz! Oh nein, ich habe ja eine Bushaltestelle. Die will ich nicht. Oh, oh. Nicht? Oh, zum Glück abgebrochen. Oh, Geld habe ich wieder bekommen. Dankeschön. Alter, uiuiui. Alter, das war teuer. Aber egal, wenn wir quasi das... Boah, müssen die weit laufen. Den Eingang Nummer 2 haben bei 100%, dann könnte man den direkt anschließen und die doppelte Anzahl von Autos kommt rein. Das wäre natürlich hart, glaube ich. Und ist auch nicht so zu verachten, aber ist auf jeden Fall krass. Na, guck mal, ich kann auf jeden Fall bauen, obwohl ich jetzt gleich schon im Minus bin. Top. Der arme Bauarbeiter. Muss ich mir so vorstellen, wenn du da so stehst und denkst so, ah, noch ein Kilometer. Krass.
krass, damit fahren aber ganz schön viele mit dem Bus, ne? Jetzt habe ich aber gar nicht gesehen, ob viele kommen. Aber wir haben schon 6000 Gewinn. Boah, Alter! Wir haben es geschafft, Mann! Ja! Bravalla habe ich auch, glaube ich, schon mal von gehört, ne? Ist so ein Prügelspiel. Wow, bestes Ding. Ja, genau, man ist beim Laufen wahrscheinlich schneller bei 40 Haltestellen. So, hier mache ich eine hin und da. Und dazwischen kommen noch 38 andere Haltestellen. Und anstatt einfach rüber zu laufen, fährt man lieber 39 Haltestellen, bis man dann da ist. Oder 38. Das ist cool. Ah, der Mann lucht echt weiter. Krass. Heftiger Dude. Können wir direkt so machen. Warte. 1, 2. Das ist so teuer, was ihr baut, ne? Achso, muss an einer existierenden Straße. Alles klar. Oh, verpasste Einkaufsmöglichkeiten. Kunden verlassen Schnappis, ohne etwas zu kaufen. Warum? Wo ist denn der zweite, der hier mal lochen soll? Ach da, jetzt ist er erst da. Okay, nochmal reingehen. Schnappis, das kann ja nicht sein, immer. Wo ist dein Problem? Personal, Produkte. Ach so, die Kurve hat sich ein bisschen geändert, okay. Dann machen wir so 8 bis 16 bis 17. Okay, sieht gut aus. Können mega abgehen. Muss das auch gegossen werden oder nicht? Sieht so merkwürdig aus. Ich will jetzt mal einen neuen Hausmeister haben. Ich frage mich die ganze Zeit, wo die Hausmeister sind. Ah, hier, jetzt habe ich so 3 Hausmeister am Start. Und keiner doppelt so. Okay, warte mal. Hausmeister Nummer 1. Ne, ich nehme erstmal 9. Pass auf hier den. Tempo richtig hart. Ich nehme jetzt erstmal hier den 9. Der Hausmeister ist von 8 bis 18 Uhr da. 8 bis 18 Uhr. 8 bis 18 Uhr. Und der ist nämlich von 18 Uhr. Bis um, was weiß ich. Bis um 2 Uhr da. Was denn automatisch gehalten? Manuelles Gehalt? Wie manuelles Gehalt? Kommt der dann immer so einmal im Monat und sagt, hör mal, möchte ich aber Geld haben. Ist ja voll nervig. Boah, wie viele Autos waren denn da gerade drin? Alter. Ach so, wegen der Bushaltestelle. Natürlich, das ist die Hauptzufahrt. Gut zu wissen. Da macht der Bus gar keinen Sinn. Müssen nicht alle, die mit dem Bus kommen, mit dem Bus wieder fahren? Theoretisch ja. Aber hier ist halt die Frage, wie viele Leute kommen hier eigentlich? Höchste Kundenzahl vor Ort. Warteschlangen und Schmutz. Grund der Unzufriedenheit. Ja genau, Warteschlangen waren hier hart. Schmutz, dafür haben wir jetzt die Hausmeister eingestellt. Die müssen jetzt eigentlich hardcore alle befriedigen. So, Forschungsmenü, das ist fertig. Nächster Punkt. Was sollen wir denn mal nehmen? Vielleicht E-Zigaretten? Pflanzen- und Gartenwerkzeuge? Tiefgarage? Tiefgarage lohnt sich noch gar nicht, ne? So, Zeitschriften. Zeitungen, Zeitschriften, Comic, Bücher. Geil. Gerätehändler, Elektronikhändler. Nehmen wir hier den. Ja, für den aktuellen Stand läuft die echt gut, muss man sagen. Ah, ich glaube, das bringt nicht viel, ne? Komm, wir machen einmal 2 Tage lang 3000. Für insgesamt 3000.
Alles klar, das war's dann soweit mit Another Break in the Mall. Wir haben jetzt Bushaltestellen. Also wir können ein paar mehr bauen und man kann, glaube ich, 48 Stück bauen. Also super viele. Ich weiß gar nicht, ob das so Sinn macht, aber auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal eine und da kommen schon mal ein paar neue Kunden mit rein. Also, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.